Thema dieses Films ist die Umwandlung der Bewegungsenergie des Windes in elektrische Energie. Das Prinzip ist ganz einfach. Der Wind bläst auf ein Windrad und versetzt dieses in Rotation. Das rotierende Windrad treibt einen Generator an und schon entsteht elektrische Energie. Komplizierter wird die Geschichte erst, wenn man ein großes Windrad baut. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.